Okay. Jetzt geht's wahrscheinlich durchgehend weiter, ne? Finde ich jetzt schon wieder nicht so gut. This light. It's so warm. Das heißt, hier muss wieder geschnitten werden. Oder ich habe schon geschnitten, keine Ahnung. Und wir sind auch hier auf Destiny Island. Somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. Da. Hang on, stay dunkel. Then I wonder if we'll ever be a team again. Looks like all the things that once held us together just push us further away. And now the light has led me here. What am I supposed to do? Hey, slow down. Would you just wait for me? Give it up already? Come on, Sora. I can't run anymore. Was I guided here in order to meet that boy? Oh! Ahoy! We're over here! Riku, race ya! First one to the boat gets to be captain! Come on! You call that running? Did you come from the outside world? Huh? Why would you say that? Because nobody lives out here. And I know you're not from the main island. Smart kid. So how about you? What are you doing here? Oh. My friend's dad took us out on the boat. So hat ein Vater? But it won't let us row out here by ourselves. Not till we get older. Must be hard, huh? Stuck in one place. I heard once it was a kid who left for good. Wird das wohl sein? Schon wieder so eine Sache, die mich verwirrt. Is there some reason you're interested in the outside world? Yeah. I want to be strong one day. Like that kid who left. He went to the outside world. I bet he's really strong now. Mm-hmm. I know it's out there somewhere. The strength that I need. Strength for what? To protect the things that matter. You know, like my friends. Outside this tiny world is a much bigger one. In your hand, take this key. So long as you have the makings, then through this simple act of taking, its wielder you shall one day be, and you will find me, friend.
No ocean will contain you then. No more borders around or below or above. So long as you champion the ones you love. You gotta keep this a secret, okay? Otherwise, all the magic will wear off. Das klingt ein bisschen falsch, aber okay. Hey, what was that all about? You know. Know what? Why won't you tell me? Who was that guy? Somebody you know? Maybe. Oh, there you go again. Just tell me. I really can't. I've gotta keep it a secret. Not with me, you don't. I'm like the best secret keeper in the world. Nice try. Oh, Riku! Protect the things that matter. Right. My friends matter to me, too. So, I still have things that I have to protect. Okay, hinter dem Horizont. Ja, weiß, Schlüsselschwert. Was irgendwie im Design des ersten nachempfunden ist, von Terra. Nicht schlecht. Ich glaube, das war sogar das Schwert von verweilenden Willen. Aber ich bin mir nicht sicher. That light. Is it Ben? Master Terra. Find me. We must speak at once. Master Xehanort. Nein. Ach, das ist, glaube ich, Ventus. Ja, ja, das ist Ventus. Weil er zum Dings geflogen ist hier zum Land des Aufbruchs. Oder wo er mehr oder weniger hingeschickt worden ist von Xehanort. 100%, sehr gut. Ich überhaupt hin, nein, ne? Steppe der Geheimnisse. Also, wir befinden uns jetzt an dem Punkt, wo Xehanort Ventus erzählt hat, dass er die Skiklinge sein soll. Master Xehanort. You wish to see me? There is no time to lose. I have terrible news. Ventus has stumbled upon the secrets of his origins. Ven? I just saw him. He passed right in front of me. What happened? Ventus is on his way home. If you could have seen the fury in his eyes. I'm certain he's capable of anything. I fear the boy may attempt to force the truth out of Ericus. Master Terra, you must hurry back and see to your friend's safety. Of course. Hi, hi. Wir sehen ja, wir haben ja schon gesehen, was passiert. Kommandostil, dunkler Impuls. Okay, ich hätte vielleicht mich anders ausrüsten sollen. Ich werde dann noch mal zur Weltkarte gehen können, oder? Und, oh mein Gott, das war knapp. Okay. Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden, weil wir haben immer noch keinen Trotzkopf und so. Und wir... Ja. Wir wissen ja schon, wer als nächstes jetzt als Gegner kommt. Kann ich irgendwas mit Vigor machen? Da wird irgendwo noch Trotzkopf herbekommen, oder? Trotz.
Ausgezeichnet, genau so bist du. Gut, wir waren aber knapp. Die Überlebenschancen sind gerade gestiegen. Aus Solum. Aus Olum. Ich weiß nicht, ob das nützlich wird, aber. Das wird auf jeden Fall nicht nützlich. So, Schlüsselschwert. In deinem Horizont. Das müsste das Schlüsselschwert sein, das der verweilende Wille auch hatte. Das King Nummer 2. Der optionale Boss. Und wir haben auch die gleiche Rüstung wie der. Was soll das so bedeuten? Das alles erfahren wir noch. Hoffentlich. Boah, was ist denn hier noch fehlen? So. So, Magnet, Dunkel, Antigraf, okay. So, ich nehme an, das wird ich noch irgendwie freischalten, wenn ich Glück habe. Jetzt weil wir auch, wenn der Schaden aussehen, erst okay. Dann mal los, Land des Aufbruchs. Das könnte jetzt, je nachdem wie ich mich anstelle, gut oder schlecht ausgehen. But you must exist no more. Master, have you gone mad? Terra, I command you, step aside. No! You will not heed your master? I won't! Why do all my attempts to reach you fail? If you don't have it in your heart to obey, then you will have to share Ventus's fate. Yeah! Yeah! Enough, Terra! He's right! Quiet! Terra. Nein, tu das nicht, Mark Hamill. Master, but I will not let you hurt my friend. Has the darkness taken you, Terra? No. Bis dahin wussten wir ja schon, was passiert. Wait, Terra. Und jetzt sehen wir, was genau hier passiert. Oh nein. Okay, Meister Erokus. Erokus. Ich schon mal gemerkt, dass Erokus ein Anagramm für Square ist. Das ist schon die Macher des Spiels hier. Ha! Dunkler Impuls. Oh Gott, hält der viel aus. Auf was denn? Nichts gesehen, verdammt. Irgendwie macht er nicht viel. Ja, ich werde geheilt, ausgezeichnet. Schon wieder dunkler Impuls. Hat das ein Stufe 1 Dingen? Ich dachte, er wäre schon Stufe 2. Heilen erstmal. Wirklich mal ab. Uff.
Mehr. Nein, nicht, ich muss heraus. Ich will hier nicht am Ende noch frecken. Ja, komm her. Und das ist irgendwie so ähnlich wie Klingenaura von Ventus. Ah. Und jetzt ein paar Schläge kriege ich nicht hin. Aber ist ja voll passiv eigentlich. Ah, rein dadurch. Ja. Ja. Jetzt dunkel auf uns. Ha. Noch geschafft. Wie konnte ich? Wie konnten sie? Aua. Ich glaube, ich habe immer noch was passiert, wenn man dadurch K.O. gegangen wäre. Und ja, wir haben gerade unseren Meister besiegt. What have I done, Master? I just wanted to keep Ben safe. No, you were right. I failed you, Terra. Perhaps I've no one to blame but myself for the darkness inside you. And now I've done worse. Raised my keyblade against you and Ventus. My own heart is darkness. Nie genau verstanden, was da gerade passiert ist. Master Ericus. Aber ich glaube, er ist dafür verantwortlich. Why do you trouble yourself with remorse, Master Terra? The man was bent on doing harm to your friend, his own pupil. Master Xehanort, why? You know, at times I find your progress quite striking. But you still fall short. Let all that anger out, my boy. Give your heart over to darkness. What do you mean? Still so blind. Then I will make you see. Come to the place where all Keyblade wielders leave their mark on fate. The Keyblade Graveyard. There you will watch your dear Ventus and Aqua meet their ends. And the last light within you will die. Oh Mann. Wer hat das gedacht? Der böse aussehende alte Mann ist wirklich böse. Oh Mann. Und ja, das können wir aus Kingdom Hearts 1. Wissen, was als nächstes passiert. What? Xehanort! Das ist genau das gleiche, was mit der Insel des Schicksals passiert ist. Kingdom Hearts 1. Vollkommen von Dunkelheit verschlungen. Irgendwie bin ich daran schuld. Wir wissen ja, was wir jetzt nichts zu tun haben.
Ven, Aqua, I won't let him hurt you. Okay, Chaosbringer. Ein Schlüsselschwert mit hoher Reichweite und außergewöhnlich hohem Attacke, aber niedrigem Magiewert. Ja. Ich glaube, der Magiewert wird sogar gesenkt. Aber das ist, glaube ich, vom Angriffswert her stärkste Schlüsselschwert, was wir kriegen können. Überhaupt. Ja, auf der Weltkarte sieht das Ding doch noch schön aus. Oh, naja. Rüsten wir mal kurz das neue Schlüsselschwert aus, was ich wahrscheinlich nicht im finalen Kampf einsetzen werde. A10. Das macht doppelt so viel Angriffskraft. Das hat auch dieses komische blaue Auge wie das Schwert von Seanord. So, dann gehen wir noch mal schnell zum Schlüsselschwertfriedhof. Zur letzten Welt und hauen alle Tornados da platt, wie mit jedem anderen Charakter auch. Und dann wird wieder bis Level 40 trainiert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge im letzten Kampf wieder. Kennt ja langsam so den Drill, ne? Do for friendship. Okay. The Keyblade Graveyard. Das Schlüsselschwertfriedhof. Ein drittes Mal sind wir wieder an diesem Ort. Zum dritten Mal werden wir sehen, was am Ende hier passiert. Wir wissen ja noch gar nicht, was mit Terra passiert ist. Wir wissen nur, wie es Ventus und Aqua gegangen ist. Aqua hat es ja noch okay herausgeschafft aus dem ganzen Schlamassel. Und Ventus ist für immer am Schlafen. Aber was passiert mit Terra? Jedenfalls machen wir erstmal hier alles platt wieder, dass sich uns in die Quere stellt. Überhaupt nicht hochgelevelt, ey. 254. Ich weiß nicht, ob wir das bekommen. So, wir bestorben. Hier, komm her. Ich mach dich fertig. Das gut wäre jetzt, wir haben jetzt eine riesige Angriffskraft, aber. So, nee, den Unterschied sehe ich jetzt nicht, muss ich sagen. Im finalen Kampf werde ich wahrscheinlich auch nicht das Schwert nehmen. Weil die hat eine, ist mehr so sein erstes aussieht, weil einfach besser aussieht. Was ist eigentlich langsam? Boah, das gibt's da jetzt einfach nicht. So, Magie zieht jetzt natürlich überhaupt nichts ab. Ich weiß nicht, ob es halt auch Vigra aus wirkt irgendwie. Warum seid ihr in der Zeitgruppe? Waren ja letztens auch schon, ne? Ist das Spiel am Laken? Ne, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Müsste ich mich auch in Zeitgruppe bewegen. Oh, nächster, erstmal machen wir alles platt. Okay.
Start. Felsspalter. Ja, Zeitlupe. Was zum? Hallo? Die sind immer in Zeitlupe, ich weiß nicht wieso. Irgendwie sind sie so schwieriger zu treffen, habe ich gesagt vorher. Aber das ist natürlich, wer wird sehen, wie ich alle Fertigkeiten habe vor dem finalen Kampf. Und ja, wahrscheinlich werden die letzten Kämpfe nicht so schwer, genauso wie mit den anderen beiden. Hier haben wir noch was Neues. Haben wir plus uns nix. Das habe ich da auch schon voll viel, ne? Okay. Truhe, da ist ein Sticker. Ein dicker Sticker. Meins. Windschneider. Neue Technik, die wir noch nicht haben. Geil. Warum seid ihr denn so groß? Verteilt, jetzt seid ihr sowieso dran. Ja. Zum Beispiel, hey. Ich muss schon sagen, hab ich keinen Vika. Alter. Wo bist du? Komm her. Alter. Alter, was soll das? Was soll der Scheiß? Alter, das gibt's doch jetzt nicht. Hör auf damit. Was soll der Scheiß? Treff überhaupt nichts. Und ja. So, einfach umgerannt. Aber nicht wahr sein, ey. Kommt mal her, ey. Oh mein Gott. Ey, wie lange gedauert hat, bis ich die jetzt hier erledigt habe? Kann nicht wahr sein. Okay, Gott sei Dank. Schon wieder diese Riesen aufgetaucht werden. Dann müsste ich nicht was. Okay, irgendwie treffen, ne? Er hat ein voll riesiges Schwert, ne? Er ist auch allgemein sehr groß, aber irgendwie habe ich Probleme zu treffen. Ich muss erst wieder alles aus dem Boden rausholen. Puff. Wo macht man das? Ja, die können doch nicht mal auf den Beinen stehen, ne? Wenn die aus dem Boden sind. Die Viecher gehen halt so auf Nerven. Was hat denn in der Luft? Das ist das absolute Gegenteil vom Boden. Das ist Ventus.
So, drei Dinger noch, komm. Hup. Was haben wir hier? Das hatten wir schon am Anfang. Und sehr geiler Angriff. Jetzt ist er wieder dran. Ja. Boah. Warum sind die in Zeit? Ich verstehe das nicht. Wollen wir mal erklären, warum die alle in Zeit sind? Vor allem nur die Viecher sind in Zeitlupe. Ich weiß nicht wieso. Ich bin nicht in Zeitlupe, also kann das Spiel ja nicht laggen. Ja, zwei oder drei? Zwei, ne? Hi, oh ne, da wird nervig am Ende. Mehr. Ich gerade echt mit Einschlag kaputt hauen lassen. Warte, ich hätte einen Angriff hier. Warum habe ich hier nicht drauf? So, Abwehr gestiegen, ausgezeichnet. Boah, bevor ihr mir auf den Nerven geht, ne? Bei dem Boden gerammt. Warum sind die so schwer zu treffen? Ich verstehe das nicht. So. So, schon sagen, Thron habe ich ja noch fast keine. So, komm her. Puff. Puff. Aha. Das war Mikulan. Okay, gut. So, Test. 1, 2, 3. So. Alle Level packen wir gerade. Und stirb. Ah, es wird wieder nervig hier. Das Spiel ist echt ein Meister darin, nervige Gegner herzustellen. Ist schon dauernd über die beschwert, ne? Sobald die draußen sind, sind die eigentlich gar nichts mehr. Da reg ich auf, ey. Oh, jetzt bin ich auch verwirrt. Doch, Mann. Stirb! Okay, das war's dann, glaube ich, für diesen Part, ne? Ich war noch einen, glaube ich. Nee, okay. Ich hab mir nur eingebaut. Eine Schatztruhe. Nimmerland fehlt mir noch eine. What? Oh, da ist die letzte Truhe hier. Zack. Final hier. Gut, dann war's das. Ihr kennt den Drill, wenn ihr die anderen beiden Playthroughs gesehen habt. Ich werde bis Level 40 trainieren. Bis dahin alle Fertigkeiten haben. Und... Oh, 6 Level sind halt nur noch. Ah. Ich werde ja immer im ersten Gebiet hier trainieren. Also werde ich nicht so überlevelt sein. So schnell überlevelt.
Ich gehe alles so systematisch an, deswegen kein Problem. Wer weiß, ob ich dann schon alle Kommandos habe, alle Angriffskommandos und Magiekommandos, aber mal schauen. Ein paar andere optionale Sachen werde ich auch schon mal vorweg machen. Jetzt nicht so einen riesigen Einfluss hier auf den finalen Kampf haben werden. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Max. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.